Guten Abend und herzlich willkommen hier zu unserem Mediengespräch vor unserer Partie morgen in der UEFA Europa League gegen Schachtar Donetsk hier in Lviv. Für Sie hier oben auf dem Podium als Ihre Gesprächspartner unser Cheftrainer André Breitenreiter und unser Mittelfeldspieler Roman Neustädter. Vielleicht zwei Fragen von Anfang an. Die erste Frage geht an Herrn Breitenreiter. Herr Breitenreiter, das ist natürlich ein ziemlich interessantes Spiel angesichts der politischen Lage in der Ukraine. Ich wollte erstmal fragen, was wissen Sie insgesamt über die politische Lage hier in diesem Land? Und zweitens, könnten Sie sich überhaupt vorstellen, so zwei Jahre nicht in Gelsenkirchen zu spielen, wie es zurzeit Schachtar Donetsk tut? Und eine Frage an Herrn Neustädter. Sie sind jetzt zurzeit ins Gespräch für Spielerlaubnis für die russische Nationalmannschaft und jetzt kommen Sie jetzt hier in die Ukraine und Sie wissen natürlich, ja, es gibt diese schwierige politische Lage zwischen diesen beiden Ländern. Mit welchem Gefühl kommen Sie hier in die Ukraine? Sie waren so vor ein paar Jahren auch im Gespräch für die ukrainische Nationalmannschaft mal zu spielen. Welche Gefühle haben Sie jetzt hier in Lviv zu sitzen? Ja, zunächst einmal freuen wir uns hier zu sein, weil wir morgen Abend ein hoffentlich tolles Fußballspiel erleben werden. Und ich bitte Sie natürlich um Verständnis, dass für uns auch ausschließlich der Sport und der Fußball morgen im Mittelpunkt steht und wir uns zu den politischen Unruhen, die leider in diesem Land begleitend sind, nicht äußern werden. Wir möchten hier Fußball spielen und das findet nun mal auch in Lemberg statt, nicht direkt in Donetsk selbst. Und ja, das Stadion war in den letzten Spielen auch viel ausverkauft und viele Zuschauer waren bei den Spielen, sodass auch eine tolle Atmosphäre morgen vor Ort sein wird. Unser Auswärtskontingent, wie ich mir habe sagen lassen, ist komplett ausgeschöpft. Wir erfahren auch zahlreiche Unterstützung morgen bei diesem Spiel und darauf freuen wir uns sehr. Ja, in erster Linie natürlich sind wir hier wegen dem Fußball und nicht wegen der Politik. Ja, bei mir ist jetzt so gekommen, dass die Anfrage von der russischen Nationalmannschaft gekommen ist, konkret auch vom Fußballverband. Und dass ich mir da natürlich auch meine Überlegungen gemacht habe, für die zu spielen. Und wie gesagt, eine Anfrage von der Ukraine kam nie, von den Offiziellen, vom ukrainischen Fußballverband. Von daher habe ich da auch nie richtig drüber nachgedacht, weil einfach keine Anfrage kam. Und ja, das Gefühl, jetzt hier zu sein, ist schon auf jeden Fall komisch. Aber wie gesagt, der Sport steht im Vordergrund. Wir haben morgen hier ein sehr wichtiges Spiel und darauf liegt auch unser Fokus. Jan Wochner hat die nächste Frage. Jens Kreike und dann die Dame dort. Bitte. Hallo Herr Breitenreiter. Wenn Sie sich jetzt so angucken, bei diesem 16. Finale, wie die Europa League aufgestellt ist, Horst Held hat heute Morgen gesagt, das Duell mit Donetsk wäre ja so ein bisschen, ja, hätte Champions League Charakter. Wie sehen Sie das und wie sehen Sie diesen Wettbewerb insgesamt, wenn die Champions League die Königsklasse ist? Ist das jetzt sowas wie die Prinzenliga oder wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie das ein? Das finde ich, haben Sie treffend formuliert. Die Euroleague hat dieses Jahr eine enorme Aufwertung, was gerade die Namen und auch die Traditionen der Mannschaften angeht. Viele große Namen haben sich qualifiziert für die Zwischenrunde jetzt und dazu gehören wir auch und auch Schachtar Donetsk, eine Mannschaft, die über viele Jahre Erfahrung in der Champions League verfügt, die große Qualität in ihrer Mannschaft hat. Und ja, insgesamt ist das sicherlich die kleine Champions League, um es vielleicht so auszudrücken. Und deswegen ist es auch dieses Jahr sehr schwer, diese zu gewinnen. Und man braucht in jedem Spiel absolute Topleistung und die höchstmögliche Konzentration, um sich gegen starke Konkurrenten durchzusetzen. Nächste Frage ist Jens Kreike und dann kommt die Frage hier. Herr Breitenreiter, Donetsk befindet sich noch in der Winterpause und mit Teixeira haben Sie einen der Schlüsselspieler verloren. Wie schwer fällt es da, die Mannschaft auf so ein Spiel vorzubereiten? Ja, sicherlich mag der ein oder andere die Einschätzung jetzt haben, dass wir aufgrund dessen, dass der Top-Torjäger weg ist und auch mit Fred ein Top-Spieler Mittelfeld gesperrt ist, dass das hier ein Selbstläufer wird. Wer das denkt, ist natürlich auf dem völlig verkehrten Weg. Das ist eine Mannschaft, die große Qualität besitzt, viele ukrainische Nationalspieler in ihren Reihen hat, die sich bekanntermaßen für die Europameisterschaft qualifiziert haben. Darüber hinaus viele Brasilianer, die unheimlich schnell beweglich sind und enorm Zug zum Tor haben. Bestimmt kann es ein kleiner Vorteil sein, dass sie noch nicht den Wettkampfrhythmus haben
obwohl St. Petersburg gestern Abend das schon mal widerlegt hat, denn die waren über zumindest 85 Minuten total präsent und haben gezeigt, dass sie sich auf dieses Spiel top vorbereitet haben. Davon gehe ich morgen Abend auch aus. Das wird ein enges Spiel. Wir werden zwei absolute Top-Leistungen brauchen und damit möchten wir morgen natürlich anfangen, um uns eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu erarbeiten, sodass wir, jetzt ist es ja der zweite Vergleich mit Schachtor, beim ersten Mal ist man leider ausgeschieden vor 11 Jahren, sodass wir das hoffentlich in diesem Versuch besser machen können. Mikro kommt. Herr Breitenreiter, wie sieht es personell in Ihrer Mannschaft aus für morgen? Gibt es Ausfälle, die noch nicht bekannt sind? Oder? Also alle Spieler, die hier sind, stehen natürlich auch zur Verfügung. Wir haben ja mit Pierre-Emil Heubiak einen Spieler, der gesperrt ist für dieses Spiel, deswegen ist er auch nicht mitgefahren. Ansonsten haben wir den Kader so ausgewogen zusammengestellt, dass wir jede Position auch ersetzen können während des Spiels. Und ja, von daher haben wir jetzt noch ein Training, in dem sich hoffentlich auch keiner mehr verletzen wird, sodass wir morgen dann eine Mannschaft auf den Platz bringen werden, von der wir überzeugt sind, dass sie zum einen für unser Spiel gut sind, aber auch passend zu dem Gegner in diesem Auswärtsspiel, sodass wir die wenigen Schwachstellen, die sie vielleicht aufzeigen, auch entsprechend nutzen können. Вопрос про Шахтёра, непосредственный соперник Динамо, с которым команда соревновалась в чемпионате. Es gab zwei Fragen. Die erste Frage an den Trainer. Einer von ihren Spielern, nämlich Younes Belander, hat früher für die ukrainische Mannschaft gespielt, für Dynamo. Und welche Eindrücke haben Sie bezüglich seines Spieles? Vielleicht können Sie vielleicht auch sagen, ob er auch im Sommer spielen wird. Und die zweite Frage ist an Herrn Neustädter. Wie können Sie den Stil vom Younes Belander auf dem Feld charakterisieren? Vielleicht hat er Ihnen mit einigen Ratschlägen geholfen. Welche Erfahrung er nach dem Spiel in Dynamo hatte? Ja, Younes hat sich bei uns gut eingelebt. Er hat jetzt am Wochenende das erste Mal von Beginn an auch gespielt. Das hat er sich in der Woche zuvor durch gute Trainingsleistungen auch verdient und hat gleich in seinem allerersten Spiel von Beginn an ein Tor erzielt. Natürlich hat er in seiner Leistung auch noch Luft nach oben. Trotzdem hat er in diesem Spiel auch schon in einigen guten Offensivaktionen angedeutet, welche Qualität er besitzt und dass er dort ja, durch Schnelligkeit und durch hervorragende 1-gegen-1-Situation eine offensive neue Lösung finden kann für unser Spiel. Und ja, wie seine Perspektive aussieht, seine Zukunft aussieht, da haben wir noch ein bisschen Zeit auch bis zum Sommer und da werden wir jetzt erstmal den Fokus auf die nächsten Spiele legen, damit wir dort auch erfolgreich sind. Ja, natürlich hat Younes uns ein bisschen was über die Mannschaft erzählt, über Donetsk und gesagt, dass das eine sehr gute Mannschaft ist mit sehr vielen, sehr guten Einzelspielern, die auch sehr, sehr offensiv sind und ja, sehr viel Qualität mitbringen. Und wie gesagt, er ist ein Spieler, der für uns in der Mannschaft, glaube ich, noch mehrere Optionen bietet. Ja, durch seine, sage ich auch mal, Vielseitigkeit, hat jetzt auf links gespielt. Ich glaube, seine Stammposition ist auf der 10 und wie gesagt, ist sehr gut im 1 gegen 1, hat Zug nach vorne und kann den letzten Pass spielen. Gerne doch, ne? Herr Breitenreiter, wenn ich das eben richtig mitbekommen habe, zählt Franco Di Santo nicht zum Kader. Ist er verletzt, angeschlagen oder hat das andere Gründe oder bin ich falsch informiert? Nein, da sind Sie richtig informiert. Franco war jetzt nicht dabei, denn Pierre-Emil Heubiak fehlt im Kader und hat im Grunde die Sechserposition bekleidet. Dafür haben wir Dennis Aogo 1:1 mitgenommen und da Chupo ja, seine Beschwerden in den Griff bekommen hat und eine Option in der Offensive ist, haben wir uns für ihn entschieden und deswegen war dort ein Platz zu wenig frei. Und es ist keine Entscheidung gegen ihn, sondern für Chupo, weil wir auch für morgen taktisch was vorhaben und da brauchen wir nun mal keine drei zentralen offensiven Spieler und das ist das Geschäft, das gehört dazu und dann geht es am Wochenende für ihn vielleicht wieder weiter.